Hat das jetzt McConaughey gebissen oder was? Oha. McConaughey, brauchst du Medizin? Was war das nun schon wieder für ein Ungetüm? Ja, ist auf einmal so... Ja, wie ist mir denn? Ich glaube, McConaughey braucht das Gegengift. Hier, nimm das, dann geht's dir gleich besser. Du bist ein guter Mensch. Oh, quel douleur, quel mief. Oh je, was ist denn nun los? Der Frost ins Rohr. Bitte aufhören. Knatter dröhnen. Bitte aufhören. Jetzt ist er doch bestimmt abgelenkt. Aufhören. Die Karte. Hier aus komme ich da nicht. Und dann hier rüber. Die Karte. Sehr schön. Was denn jetzt noch? Ach du Schreck. Aufstiegsstation. Oha, das Hochboot kommt. Ach, das Hochboot. Jetzt heißt es, sich sputen. Jetzt heißt es sich spurten. Na komm, und Knopf drücken. Hufknopf. Schleich. Aufhören! Bitte aufhören! Meine Sensoren konnten dich nicht identifizieren. Falls du ein Gehirnimplantat hast, komm bitte ein Stückchen näher. Ach du Schreck, ich dachte, das wäre schon gescheitert. So, ID-Karte. Schlitz. Schleich. Hey, du da! Ach du Scheiße! Was schreibst du hier? Wer? Ich? Ja, natürlich du! Oder siehst du hier noch jemanden, der hier nicht hin... Stillgestanden! Oberkontrollrad an Deck! Lassen Sie gut sein, Argus! Ich bin Titus. Herr Inspektor, darf ich erfahren, was hier vor sich geht? Tja, wenn ich es wüsste. Lassen Sie das Gestammel! Schnell runter! Machen Sie sich gerade! Ich dachte, wir hätten besprochen, dass alles bereit ist! Sobald ich ankomme. Das ist es auch. Bislang hatte ich den Eindruck, Sie seien ein zuverlässiger Mann, Cletus. Tun Sie sich einen Gefallen und zerstören Sie diesen Eindruck nicht. Sie wissen, die Hand meiner Tochter ist an Bedingungen geknüpft. Der Ältestenrat darf nie erfahren, dass Deponia bewohnt ist. Wo ist zum Beispiel Ihre Begleitung? Sie wollen sie mir noch vorstellen? Ach, meine Assistentin. Sie hatte noch was vergessen. Sie wissen ja, wie Frauen sind. Vergessen? Deine Tochter. Himmel, Cletus. Ich dachte, sie hat ein Gehirnimplantat. Sie haben für sie gebürgt. Aber eingeweiht ist sie doch bereits, oder? Oh, ja, selbstverständlich. Komplett instruiert. Alles paletti. Kein Grund zur Veranlassung. Hoffentlich. Argus, sorgen Sie dafür, dass die Assistentin die Aufstiegscodes ins Implantat geladen bekommt. Sehr wohl, Herr Oberkontrolleur. Und haben Sie ein Auge auf die Zivilisten? Ich gehe nun duschen. Es wird wirklich Zeit, dass dieser Drecksplanet endlich gesprengt wird. Rühren! Was ist los, Cletus? Wird die zweite Mal Aufzug oder was? Nervös ist gar kein Ausdruck. Gold stimmt der Verlobung nur zu, wenn sie mich begleiten darf. Nicht mal verlobt und schon unter dem Pantoffel. Ach, und das finden Sie lustig? Warum nicht? Sie werden es ihr ja hoffentlich wieder austreiben. Sie kennen sie nicht. Herrschaftszeiten, Cletus! Ulysses wird uns beiden... Ulysses darf nichts davon erfahren. Goal muss nur in ihrer Kabine bleiben. Solange sie keinen Deponianer zu Gesicht bekommt, ist alles in Ordnung. Es gefällt mir trotzdem nicht. Und wenn sie beim Überspielen der Aufstiegscodes ein Backup ihrer Erinnerungen machen, so könnten wir ihre Erinnerung bei Bedarf einfach wieder zurücksetzen. Später. Ein Backup von ihrer Bewusstseinsdatasette. Und von den Aufstiegscodes. Ja, das könnte funktionieren. Wie wir dabei auf dem Weg nach unten. Und schon stinkt alles nach Kot.
Zum Glück ist bald Schluss damit. Und Goal kann auf einem saubereren Planeten leben. Ich hoffe, sie ist zu Hause. Code finde ich jetzt aber schon ein bisschen herzlos. Die Lautlosen sind nun mal die Schlimmsten, na und? Gut. Na dann, und ich mach derweil mal eine kleine Aufnahmepause in dieser wunderschönen Umgebung. Und in dieser wunderschönen Umgebung geht es dann in der nächsten Aufnahme weiter. Ja, bis dahin, man sieht sich. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Enderdom zu einem neuen Part. Der Ponia Doomsday mit dem Zwergenfürst. Ja, was heißt neuer Part? Wahrscheinlich ist hier wieder ein bisschen was von... Ja, wahrscheinlich sind wir wieder mitten in der Folge. Ich lege meine Aufnahmepausen ja mal. Zumindest hier bei Deponia Doomsday. Regelmäßig, unregelmäßig. Ja, gut, willkommen zurück. Weiter geht's nach der Aufnahmepause. Sehr wahrscheinlich. So, wir sind jetzt bei der letzten Aufnahme-Session hier angekommen. Aus dem Fahrstuhl sind wir herausgetreten und sind jetzt auf dem Oberdeck von Elysium, wie es ausschaut. Wir sind hier angekommen, wo es alles wunderschön vergoldet, hübsch und mit Marmor und alles verziertes ist. Hier sieht es wirklich prachtvoll aus. Ich habe mein Terminal. Fahrstuhlcam. Keiner da. Keiner da. Tja. Ach so, ja gut. So, okay, raus. Geht nicht mit Escape, sondern... Okay, was können wir hier überhaupt... Da können wir lang. Zu Fragezeichen. Verdammt! Da muss ich mich wohl auf mein detektivisches Gespür verlassen, um Ulysses nicht über den Weg zu laufen. Oder ich folge einfach der engelsgleichen Stimme da, durch diesen Durchgang da vorne. Wollte ich auch gerade sagen. Okay, erstmal Monsterfußpantoffeln. Was die Peter wohl dazu sagt? Die Peter aus Edna bricht aus, die auf dem Klo gefeiert hat, die ihre Clubparty gemacht hat oder was. Wo ist Claudia? Intensivien. Coole Zange. Ich hatte einen Bohrer und etwas Lachgas mitgehen lassen. Am nächsten Tag wurde ich aus dem Kindergarten geworfen. Das hat man davon. Was? Zahnarztbesuch? Die Zange beim Zahnarzt? Ach du Schande. Ja. Also, jetzt haben wir im Inventar eine Zange, eine Kohlenzange und einen Monster-Schuhpantoffel. Zwei Monster-Schuhpantoffel. Der Elefant, der seine Stoßzähne für dieses Klavier gelassen hat, litt offenbar unter starker Karies. Fast jede zweite Karies. Gibt's denn hier keinen Zahnarzt? Wir haben eine Zange. Vielleicht. Sag mal, das war Fist, du Banause. Das war Fist. Ich nenne es Etüde für Goal in A7 oben kariös. Na toll, hast jetzt. Wir haben ein White Key. Ja. Okay. Da hoch können wir nicht. So, nachdem wir das Klavier kaputt gemacht haben, gehen wir jetzt in den Gang hinein. Klopf, klopf. Darf man eintreten und beim Duschen stören, meine bezaubernde... Zivilisten. Ach du Schreck. Alten Nacken behaarten Mannes. Das war gar nicht die engelsgleiche Stimme von Goal. Hey Dad! Ich wollte mit den anderen für ein paar Tage auf den schwebenden Gärten zelten. Nur zu, solange du nicht wieder die Parkwächter
zu Musikdatasettenspielern umprogrammierst. Du bist der Beste. Ciao. Okay, da war Gaul. Auf seinem goldenen Porzellanthron. Scheibenkleister, ich habe sie verpasst. Jetzt geht's um Kritus nach der Punja. Was haben Sie hier verloren? Zimmerservice? Ein Klon? Sind etwa die Dienstbots wieder defekt? Ja, es grassiert gerade eine Robokulose-Welle. Sehr ansteckend. Auf Ebene 5 husten sogar schon die Toaster. Ist das so? Ach egal, bringen Sie meinen Helm in die Reinigung und verschwinden Sie. Sehr wohl. Okay, wir nehmen uns den Helm. Alles klar. Der hat ja einen prachtvollen Porzellanthron. Ich bin am Ziel und es ist noch viel schöner, als ich es mir in meinen feuchtesten Träumen ausgemalt habe. Ja, sehr schön. Wie lange will er denn noch duschen? Das gibt doch Schrumpelpumpelhaut. Schrumpelpumpelhaut. Ja, wundervoll. Raus. Raus. Genau, raus geht's. Oha, was macht die? Bilder können wir uns anschauen. Eine Sanduhr. Gaul hat nie erzählt, dass sie mal eine Zahnspange getragen hat. Schrill. Okay. Wir sollten vielleicht mal raus. Das ist wahrscheinlich der Countdown, wo wir, in dem wir Gaul kriegen können. Der jetzt fast verstrichen ist. Da ist noch jemand im Fahrstuhl. Aha. Gaul? Ja? Wer spricht da? Mein Name ist Rufus. Ich kenne keinen Gufus. Es heißt ja auch Rufus. Kuschus? Kuh. Nein, Huh. Aber mit Fuß. Kuhfuß. Okay, Timer ist abgelaufen. Ach, egal. Ja, das klingt ja alles ganz spannend. Aber ich habe leider keine Zeit. Mach's gut, Fremder. Nein, stopp! Nein. Reinfall. Keiner da. So ein Mist. Ich habe schon wieder Escape gedrückt. Raus. Dann fahren wir mal runter. Was? Gegengewicht. Ach du Schreck. Ältestenrat, Habitatring, Funzone, Chilloutzone, leerer Stegplatz, untere Schleusen. Das war aber kein schöner Ton. Probier's nochmal. Das war aber kein schöner Ton. Probier's nochmal. Aha. Das war aber kein schöner Ton. Der gute Ronny. Ja, wir müssen sowieso hier runter. Und auch schleusen. Das war aber kein. Probier's noch. Aha, White Key. Das können wir nicht zufällig. Klaviatur. Okay, wie kommen wir jetzt hier runter? Gegengewicht. Die ist wahrscheinlich eh schon längst weg. Das war aber kein schöner Ton. Was nochmal? Das war kein gutes Husten. Inventar. Kombiniere. Also raus. Das hat ja wenig gebracht. Verzeihung. Hustenanfall. Und keine Mute-Taste. Was machen wir nun? Der Minolus ist Helm. Monsterfußpantoffeln und eine weiße Taste.
Ja, ach so, verdammt. Den Helm hätten wir benutzen können. Um hier Ulysses vorzutäuschen. Oh, hallo. Tenner. Das Viertel geht wirklich langsam den Bach runter. Wollen wir noch einmal Turtelgrau probieren? Aber Schatzi Spatzi, wir hatten doch schon gesagt, dass uns das zu duster wird. Vielleicht holt ihr noch eine Expertenmeinung ein. Huch, ich hab dich gar nicht kommen sehen. Tja, ich bin wieder Klimawandel. Aber ihr könnt mich auch Rufus nennen. Wieder Klimawandel. Das ist ja sehr schön. Ich bin Henna. Und das dort ist mein Mann Tenner. Wir sind die neuen Nachbarn. Wir haben ein kleines Problemchen mit unserem Nestbau. Wir finden einfach nicht die richtigen Gardinen. Nestbau? Die Weichkopfmemmenschals haben diese tollen Früheinfädler. Aber das Muster ist uns zu wenig Biedermeier. Die Hängeschwanzschlaflappen hingegen sind schön kleinkariert. Dafür darf man sie nicht warm duschen. Tja, mit der Ehe kommt die Krise. Ach nein, nichts kann unsere Liebe überschatten. Außer vielleicht die richtigen Gardinen, wenn wir sie für ein Schmusi-Wusi-Stündchen zuziehen. Ach du Schande. Gänsehaut. Die kriege ich nämlich, wenn ich die beiden so reden höre. Gänsehaut gibt es leider nur in den Farben Einhornkotze und Schleimbeutel. Oh ja, Einhornkotze. Die Farbe will ich haben. Ich weiß nicht. Ich finde, die Auswahl passt zu euch. Das Muster, die Farbe finde ich toll. So, dort können wir hin. Ach du Schande. Einmal ums Rund. Und, kommt ihr voran? Ist das nicht egal, solange wir uns lieben? Stimmt. Ich könnte noch Ewigkeiten mit dir Gardinen aussuchen, Henna. Ach, Tenner, das hast du schön gesagt. Ich wünsche dir Henna und Tenner. Ach, ihr seid ja sowas von randständig. Henna und Tenner, na sehr toll. Solange es nicht Henna Montana ist. Das Terminal sollst du dir angucken. Keiner da. Ach, verdammt, ich hier mal mit meinem. Ich muss die Steuerung mal wieder hinbekommen. So cool haben wir sowieso verpasst. Anziehen können wir denn nicht. Da hängt man Dinge auf. Kleiner Tipp: Die Zeit ist es nicht. Okay, Dafür brauche ich nur meine Finger und mein musikalisches Talent. Das du nicht hast. Anziehen können wir die Sachen nicht, oder? Gänsehaut. Ob das bereits die Verlockungen des potenziellen Amtsmissbrauchs sind? Okay. Gegengewicht. Aha. Kopfkratz. Aber wie, aber was, aber... Das war aber kein schöner Ton. Das war wir müssen irgendwas besorgen, womit wir können nicht mit dem Fahrstuhl fahren. Wir brauchen erstmal irgendwas. Das war, probier's. Das probier... Das war aber kein schöner Ton. Ja, kein schöner Ton. Sehr schön. Können wir was anderes an die Gabel hängen? Scheinbar nicht. Ui. Du schon wieder? Kennen wir uns? Noch nicht. Das müssen wir ändern. Stell es auf die Liste, ganz hinten hin. So grießgrämig, dabei ist so ein wunderschöner Tag. Und wenn du nicht weißt, wo du zuerst amüsieren sollst, sehr schön. Kein Problem, ich kann dir alle Fragen beantworten. Super, Frage 1. Gibt es hier auch ein Interface, das mich nicht zulabert? Das ist Elysium. Hier gibt es alles, was du dir wünschst. Du musst einfach nur den Schlegel nehmen. Was denn für ein Schlegel? Oh je, da hat doch wieder so ein Hallodri den Schlegel geklaut. Mach nichts.
Dafür bin ich ja da. Wo soll ich dich hinbringen? Du könntest ein wenig Spaß vertragen. Also schlage ich die Funzone vor. Funzone? Funzone? Oh ja, das klingt nach Fun. Dann ist es entschieden. Oh nein. Auf zur Funzone! Das war ja nur eine Frage, das sollte... Ach du Schande. Willkommen in der Funzone. Sammle 10.000 Spaßpunkte und gewinne einen tollen Preis. Wähle eine von vielen Attraktionen aus. Und vor allen Dingen, habe Spaß! 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 Ach ja, sehr schön. Funscore 0. Ach du Schande, jetzt sind wir in der Funzone angekommen. Jetzt können wir golfen gehen, Autorennen können wir machen, Bällebad, Pool. Oh ja, Bällebad. Ach, ist mein Bällebad. Oha, da haben wir richtig geht Minigames. Ach scheiße, was denn? Aber wie? Verdammt. Nein. Ha. Einen haben wir ausgetrickst, einen haben wir ausge... Verdammt. Zu langsam. Zu spät. Okay. Sehr schön. Kann den Louisiana ausschalten. Bällebad kleine Kinder ausschalten. Ja, sehr schön. Pädagogisch besonders wertvoll. Oh, ich habe schon einige Punkte. Verdammt. Getroffen. Yay. Funscore. Ah, das können wir jetzt nochmal. Jetzt, dann gehen wir mal golfen. Sehr schön. Das war auch sehr gut. Und. Verdammt. Und Faberge-Eiern. Na toll. Und dein Einhorn bringt uns das, den Faberge-Puck. Verdammt. Golfen mit Fabergé-Eiern. Sehr schön. Es will noch ein bisschen übt sein. Verdammt. Ja. Der Scheich daneben, der ist ja auch. Ja. Verdammt. Fast. Fast heißt eben nicht. Süßes Einhorn aber. Oh, perfekt. Fast perfekt. Oh nein! Ach du Schande. Na toll. das arme Einhorn. Autorennen. Gas geben. Auf den Mario-Pilz. Klicken, um Gas zu geben. Na komm, volle Möhre. Okay, er fährt auch ziemlich schnell. Na komm, Bash-Rennung, Gas-Geschwindigkeit. Oh, der Score wächst. Nachdem, wie schnell ich fahre. Ich halte jetzt einfach mal. Ja, sehr gut.
die Geschwindigkeit halten. Autsch. Da war eine Kurve. Das war lustig. Himmel. Hört noch an. Rufus! Was sitzt du denn da rum? Hat sie Pilz gegessen. Na toll. Wiederholen. Du? Ich glaube, da hinten will einer was von dir. Hm? Oh. Ach nee, das ist nur mein Chronicle. Rufus, wir stehen am Rande einer Zeitschleife. Das wird sich alles wiederholen, wenn wir nicht... Hä? Und warum regt er sich so auf? Keine Ahnung. Ich verstehe nur... Bin ich ein Experte im Schlabberlippenlesen. Aus dem Gulli gekommen. Ich fürchte, es gibt ein Zeitreset, der... Ich glaube, es heißt Zeit fürs Bett. Es gibt ein Zeitreset und der steht kurz bevor. Es bläht der Chor. Also für mich klang das eher wie Zeitreset steht kurz bevor. Ja, aber das würde ja keinen Sinn ergeben. Es sei denn natürlich. Oh oh. Zeitreset. Der Wii. Es wird Zeit in der Fun-Zone verbracht. Habe sie schon wieder verpasst. Hey, wer ist da? Zimmerservice. Die Dienstbots haben Robo-Kudings da. Na, wenn das so ist. Bringen Sie meinen Helm in die Reinigung und verschwinden Sie. Okidoki. Den Helm, den sollten wir vielleicht benutzen. Der ist gar nicht so schlecht. Raus. Wieso gibt es denn jetzt ein Zeitreset? Das ist doch total hirnverbrannt. Ach, ich sollte mal mit Macronicle ein Hühnchen rupfen. Den Kern können wir vielleicht gleich noch gebrauchen. Wir sollten uns mal beeilen. Und mal hier sie vielleicht noch im Fahrstuhl erwischen. Helm-Interface erkannt. System verbunden. Ja, komm jetzt. Wenn Sie cool. Elysium-Selbstzerstörung eher Elysium-Selbstzerstörung? Weiter. Aha. Goal? Ja? Oh nein, da spielst du wieder Kontrollrad. Ich sagte doch, ich gehe campen. Von wegen. Ich weiß, dass du vorhast, Klytis nach Deponia zu begleiten. Aber daraus wird nichts. Du wirst hierbleiben. Verstehst du? Ach ja? Warum sollte ich? Weil ich sonst die Selbstzerstörung aktiviere. Bitte was? Okay, ich kann dich nicht mehr ernst nehmen. Mach, was du willst. Ich rede nicht mehr mit dir. Goal? Ich rede nicht mehr mit dir. Selbstzerstörung. Hey, was tust du? Ich leite die Selbstzerstörung ein, wie versprochen. Das wagst du nicht. Na dann, pass mal auf. Gut, dann gehen wir falsch. Ich wusste, dass du blöffst. Mach's gut, Dad. Mist. Verdammt, das sah eigentlich vielversprechend aus. Mit den richtigen Notfallcodes könnte ich sie bestimmt überzeugen. Tja, die Notfallcodes. Also. Keiner da. Ach, ich lern's nie. Da wir ein Zeitreset gehabt haben. Und, kommt ihr voran? Ist das nicht egal, solange wir uns lieben? Stimmt. Ich könnte noch Ewigkeiten mit dir Gardinen aussuchen, Henna. Ach, Tenna, das hast du schön gesagt. Ich wünschte, wir hätten noch mehr Muster. Ach, ihr Henna und Tenna, wenn man ein bisschen nuschelt. Henna und Tenna. Ja. Fahrstuhl. Jetzt sollten wir diesmal nicht den Fernsehen. Ja, ja. Nein, ich muss schleunigst zu den Schleusen. Na, die sind ja heute extrem beliebt. Los geht's!
Vielleicht können wir Goal noch aufhalten, statt zur Pfannensauen zu gehen.